Hallo? Kaiser! Alter, tat das weh! Hallo? Bin ich denn hier? Hallo? Manuel? Hey! Was ist bei dir denn los? Ich hatte einen Unfall, ich bin hier auf einmal gelandet, wo bin ich? Hä? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, das ist meine Traumwelt hier. Oder hab ich gerade an dich gedacht? Hast du etwa gerade einen heißen Traum? Oh Gott, nein, das kann nicht sein. Nicht schon wieder! Ich grüße dich, mein Lieber. Willkommen auf der Insel. Das ist die von Lost? Ihr wisst, es gibt wieder ein paar Fragen. Ich habe euch ja gestern schon angekündigt, dass der liebe Manuel zu Gast ist. Und ihr habt fleißig in den Kommentaren gefragt. Und während wir gleich loslegen mit den ersten Fragen, hoffe ich natürlich, dass du als fleißiger Zuschauer von Die Insel, die ein paar Gedanken gemacht hast, was du denn eventuell bauen wollen würdest. Wie du immer deine Kamera drehst, Alter. Und dann die Insel. Wow. Ja, ich muss es ein bisschen dramatisch verkaufen, sonst, weißt du, sind die Kids ja nicht gehypt. Ich muss ja auch alles gut verkaufen. LOL! In Varo? What? Moment mal, Varo in... Ich hab keine Chance. Moment mal. Also ist das gar nicht... Ist das vom Spullemeister? Die Insel. Sondern es ist in Wahrheit... Varo. Die Varo. Die Varo-Insel. Varo-Insel-Leben. Hast du denn irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne hier auf der Insel verewigen? Also wir wissen, du weißt ja, wir haben gestern mit Delay zusammen diesen wunderbaren Steg gebaut. Den Part habe ich sofort nach dem Aufwachen gesehen, das war toll. Das glaube ich. Dafür ist es auch gedacht, schön nach dem Aufstehen, ganz entspannt den Tag starten. So 23 Uhr, wow. Ja stimmt, dein Schlafrhythmus ist ja komplett im Eimer. Dementsprechend nehmen wir hier auch gerade um 5 Uhr morgens auf, weil anders erwischt man den jungen Mann momentan nicht. Ach genau. Och, genau. Ich hatte mir etwas Wunderbares überlegt, und zwar könnte man doch einfach mal einen geilen Puff bauen. Okay, ja gut. Okay. Also die können wir super gerne machen. Ich dachte jetzt eher, du baust jetzt vielleicht ein Aquarium für Puffy oder sowas, aber Puff ist auch okay. Ja, 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 doch, komm, das machen wir. Ein Aquarium das für Puffy? Das ist noch toller, ja. Okay. Das ist noch toller als der Puff. Okay, dann, das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen im besten Fall Glas, wir brauchen einen Eimer für Wasser und wir brauchen einen Puffy. Du schnappst dir jetzt schnell eine Angel, die craftest du dir. Du brauchst das, was brauchst du dafür? Komm mal mit. Ich mir schnell zwei Fäden und drei Sticks. Übrigens, können wir einmal ganz kurz zeigen hier, das großartige Lagerfeuer von Hype-Zwilling. Wir hatten so ein cooles Tutorial gefunden, jetzt ist hier ein bisschen das Holz leider kaputt gegangen. Das sind im Endeffekt so Armor-Stands, die... Ich darf das hier, glaube ich, nicht abmachen, weil sonst geht alles kaputt. Wobei, wir können einmal kurz reingucken. Ach so, weißt lol. Du, so richtig tricky. Ich glaube, ich habe es aber jetzt komplett kaputt gemacht. Ist da Lava? Nee, ich kann es nicht mehr reinsetzen. Das hätte man Pistons dann zumachen müssen. Scheiße. Gut, hat keiner gesehen. War ja eh kaputt. War kaputt. Muss er eh nochmal neu machen. Guck mal, es sieht jetzt schon mit Shader. Es sieht wirklich fantastisch aus. Das gefällt mir Shader. Sehr, sehr gut aus. Muss man bei mir mal reingucken. Ah, so, mach ich. Wir brauchen... Was brauchen wir? Wir brauchen... Zwei Fäden, zwei Glas. Fäden. Ah, hier ist der Sand noch. Du hast Sand. Ja, bedien dich. Ich guck, okay, ich bediene mich. Schnell, ob ich die Fäden finde. Aber irgendwie habe ich noch keine Fäden. Das ist ja blöd. Ich schau mal bei den anderen kurz. Und das Selfie. Eimer brauchen wir auch noch. Oh Gott. Hast du kein Eisen? Bei Selfie steht ein Schild, auf dem steht, du bist so gut wie tot. Von wem das wohl kommt? Oh Gott. Meinst du, er ist hier? Du weißt genau, wen ich meine, Manu. Der Spullemeister! Nein, sprich seinen Namen nicht aus! Auch noch ganz wichtig, ich habe in meinem Haus angefangen. Es wird eine Kombination aus drei verschiedenen eingereichten Häusern, aber dazu in der nächsten Folge dann mehr. Dazu später mehr. So, komm mal hier, sind die Fäden für dich schon mal. Oh. Ja. Dann brauchen wir natürlich... Sticks habe ich. Ah, Glas machst du schon. Nice, du bist ein sehr, sehr nicer Mensch. Ich bin der krasse Minecraft. Ich wette, das Angeln wird am meisten Zeit in Anspruch nehmen. Nee. Ach, ich habe da mittlerweile Erfahrung gesammelt. Lol, Stärke 3, Haltbarkeit 3. Ja, sag ich ja. Was? Sag ich ja. Alter. Hä? Von mir geht's so easy. Alter, das ist krank. Das ist echt krank. Dann würde ich jetzt mal, weil ich es ganz vergessen habe, würde ich mal nebenbei mit den Fragen anfangen. Die erste Frage kommt von WePVP. Was ist dein Lieblingsspiel, Film und Fußballverein? Fußball weiß ich bisher selber absolut kein Fan von. Deswegen wirst du vermutlich auch keinen Verein haben, oder? Nee, ich kenne auch keine. Ja. Ich kenne auch gar keinen. Aber Lieblingsspiel, Lieblingsfilm ist auch mal schwierig, aber welcher Film fällt dir sofort ein, wenn du die Frage hörst, was ist dein Lieblingsfilm? Eigentlich Zurück in die Zukunft. Tatsächlich? Ja, schon. Okay.
Ich hatte den auch verloren, den Film. Ich hatte den irgendwann mal als Kind gesehen. Hatte auch total viel noch von Teil 2 im Kopf. Wie geil ich das fand, ich weiß auch nicht. Irgendwann habe ich das dann vergessen, wie das hieß und was das ist und was da genau passiert. Und dann irgendwann so mit 15 oder so habe ich den wiederentdeckt. Und habe dann Teil 1 auch immer zum Einschlafen benutzt für ein paar Wochen, Monate, ja. Und Lieblingsspiel, was fällt dir da auf Anhieb ein? Wenn du ein Spiel mit auf eine Insel gehen müsstest. Kann ich nicht, weil ich da immer zwischen zwei Spielen hin und her springe. Secret of Evermore wird es wahrscheinlich sein oder Majora's Mask. Du musst mal Evoland 2 spielen, wenn du Zeitreise machst. Das ist richtig cool. Ich hab's bei dir, also du hast ja ein bisschen das darüber geschrieben. Und ich würde den ersten halt super gerne vorher. Den kannst du in 3 Stunden durchsuchten, habe ich auch gemacht. Okay. Also ist der erste denn auch schon so gut gewesen? Ich habe eigentlich bei Teil 2 gedacht, der ist irgendwie schwächer als Teil 1, weil der in der Mitte oder weiß nicht, so bei 30% ungefähr ein bisschen abnimmt, ein bisschen an Fahrt verliert. Sich streckt, ja, irgendwie schon. Aber danach wird das so geil mit der Zeitreise, mit der Story und so. Und das im Endeffekt werden da verschiedene Evolutionsstufen der Spiele aufgegriffen. Nein, ab Teil 2 gar nicht mehr eigentlich. Geht es dann eher so um Genre-Switch. Meine ich ja. Da sind 10 verschiedene Spiele in einem Spiel. Das ist Evoland 2 eigentlich. Und das war richtig, am ersten noch nicht so. Richtig krass. Ja, auch angeschnitten, aber ey, bei Teil 2 hast du wirklich so nicht. Ich finde das krank, dass man das überhaupt bezahlen kann, weil du musst ja dann immer ein Spiel komplett neu entwickeln. Ja. Das ist ja wieder eine ganz andere Herangehensweise und auch Grafiken und so. Also, weiß ich nicht, das ist schon krass. Das ist schon, lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht werde ich das mal im Stream, würde sich vielleicht das mal anbieten, das zu spielen. Ja, Teil 1 kannst du halt, wie gesagt, in einem Stream durch. Cool. Wenn du willst. Schau ich mir das mal an. Du, so richtig Erfolg mit Puffy hast du gerade noch nicht, oder? Ich habe schon so viel. Warte, ich kann mal kurz geben, was ich schon alles hab. Moment. Mann! Oh, ein Trank? Hier, guck mal, das habe ich schon alles. Nice. Danke. Ja, das war's. Hoher Lachs. Hoher Kabel, ja. Was war noch? Film? Spiel? Vor allem Stärke 3 und Haltbarkeit 3, das ist ja richtig gut, der Bogen. Der ist noch richtig haltbar. Ja. Also, krass. Nice. Ja, aber warte mal, hätte man das für Varo gewusst? Würde glaube ich gehen. Ja klar. Natürlich. Angeln der Menschen ist nicht erlaubt, aber Angeln an sich schon, ja. Ja. Dann habe ich noch eine Frage, die kommt von Mari Grubi. Wie findet er die aktuelle Position von YouTube? Also hat sich YouTube über die Jahre, die er schon dabei ist, eher ins Positive oder eher ins Negative verändert? Die lasse ich erstmal so stehen für dich. Also kannst du schon drauf antworten. Soll ich auch? Achso. Ich fand das eigentlich früher immer cool. Was eigentlich auch nicht stimmt, war einfach nur eine Fehleinschätzung meinerseits, dass so die Leute, die man vom Fernsehen und allgemein, wie, weiß nicht, einfach doof fand, uncool fand, dass die keinen Erfolg hatten mit YouTube, aber das stimmt ja gar nicht. Und so. Oder die hatten im Fernsehen schon vorher Erfolg? Nein. Damit will ich sagen, dass die Leute, die coolen Leute bei YouTube Erfolg haben. Ach so. Hatte ich jedenfalls so immer das Gefühl, aber stimmt eigentlich gar nicht. Nee, das stimmt wirklich nicht. Wie gesagt, wenn ich so. Nenn keine Namen. Hab ich doch schon mit. Ja, zensiere ich. ja gut, kannst du nicht machen. Und jetzt mit den neuen, Alter, ab 2014 oder wann die ganzen... Die neue Generation. Echt schlimm. Ja, dazu genau zählen dieses, wir ja quasi auch. So, LOL. Was hast du jetzt? Haken. Nice. dieses künstliche und dieses vorgelogene, ich liebe euch alle, wo ich mir denke, es kann doch nicht sein, dass die Leute scheinbar... Mögen die Menschen solche Leute? Ist einfach so. Wollte ich gerade sagen. Ich finde das unfassbar. Man darf bei all der Kritik an eben diesen Unterhaltern auch nie vergessen, dass sie nun mal eine große Zuschauerschaft haben. Und die größte. Eben. Wenn nicht sogar die größte. Ja, genau. Und dass man eben auch ein Stück weit dann einfach sich die Frage stellen muss, liegt es nicht eher an der Zielgruppe, dass die eben sich durch sowas belustigen oder auch unterhalten lässt? Natürlich. Ja, natürlich. Eben, genau. Ja, deswegen meine ich ja, dass ich die Kritik immer sehr einseitig finde, dass wenn sie eben nur gegen die Unterhalter, gegen die YouTuber, gegen whatever gerichtet ist. Weil mein Gott, RTL-Nachmittagsprogramm mit einem Leben scheint auch immer noch eins der bestlaufendsten Formate zu sein, sonst wird es nicht mehr geben, genau wie Frauentausch. Ja, eben. Ja! Oh, du hast ihn. Sehr gut. Zeig ihn mir. Nee. Oh. Ja, kannst du ja angucken von der Ferne, ja. Alter. Hallo. Oh.
Schön. Hey, wohin guckst du denn? Ich hab auf deine rechte Hand geguckt. Bei mir guckst du einfach auf den Boden, so richtig dumm. Nein, ich habe ihn perfekt drauf jetzt. Ich überlege gerade, aus was soll man das denn bauen? Vor allem, wohin soll man das bauen? Wenn ich das jetzt hier einfach hinbaue, dann wie wirkt das denn bitte? Nee, dann bauen wir es hier in die Innenstadt am besten irgendwo. Ja. So ein öffentliches. Nee, dann erläuter das nochmal ein bisschen genauer. Damals waren uncoole Leute da, heute sind noch mehr uncoolere Leute da, aber genauso eben auch coole Leute. Ja. Ja, also, okay. Also im Endeffekt, es hat sich schon verkommerzialisiert, wenn man das so nennen kann, oder kommerzialisiert. Ja. Ohne das Fair. Bist du? Ich bin hier hinten, hier wieder in der Mitte. Aber was hatten wir gerade auch schon das Thema, was den Content angeht, finde ich gerade die Let's Play-Szene entwickelt sich schon in eine aufwendigere und coolere Richtung als früher. Und das begrüße ich total. Ja, ich auch. Ja. Guck mal, ich esse ihn. Nein, oh Gott. ich würd sagen, bauen wir es einfach hier hin, machen wir den Baum so ein bisschen weg. Und dann quasi. Also eher jetzt ein Haus und da drin dann. Nee, ich würd da tatsächlich einfach jetzt so ganz easy ein Aquarium hinbauen. So als. So. Oder bauen wir hier einen kleinen Brunnen hin? Macht das mehr Sinn? Ein Brunnen? Nee. Das macht ja gar keinen Sinn. Du kannst den Puffy nicht da einfach reinlegen und dann. Ja, das stimmt. Bleibt er da. Schwimmt er denn dann wirklich in dem Aquarium auch rum? Nee. Nee, ne? Also wir müssten eigentlich. Ein Frame ein Schild machen. Oder sowas. Ja, genau. Was aber nicht vom Wasser beeinflusst wird, wenn das geht. Das wird schwierig. Und, also würdest du sagen, es ist gleichbleibend gewesen? Also es bleibt quasi... Nee, durch die neue Generation eben nicht. Damals gab es halt nur diese zwei, die ich eben aufgezählt habe, die du rausgepiepst hast. Ja. Und heute gibt es einfach eben so 6 bis 10. Ja. Ungefähr von dieser Kategorie, wo ich mir denke, nee. Also ist doch eher ins Negative gegangen. Ja, klar. Wenn also man das so dann Bezug. Sieht, von der Masse her, dann schon, ja klar. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ob wir das hier vielleicht noch in 2 Jahren weitermachen können. Bestimmt. Aber ich schon, ja, natürlich. Trotzdem, was ich am allermeisten vermisse, ist einfach das Kanaldesign. Dass man das noch so persönlicher gestalten konnte durch das Hintergrundbild. Ja, das aber fehlt immer noch. Du bist halt auch auf Kanäle gekommen, wo du dir dachtest, Alter, schnell weg. Ja, klar, natürlich. Weil die irgendwelche richtig heftigen Farmen und so genommen haben. Also, aber das hast du ja heute immer noch auf ein paar vielen Vorschaubildern. Die heute verschreckt mich die Vorschaubilder. Ja. Aber dafür habe ich so ein schönes Vorschau. Besonders, wenn ich dein Gesicht nehme. Ja, das stimmt. Ich muss dir endlich mal ein paar neuere schicken. Ja. Pass mal auf, Manu. Ich würde sagen, wir machen hier einfach kurz einen Break. Ich finde das gerade so nett und wir haben ja noch ein bisschen was zu tun, dass wir einfach noch in so einer zweiten Folge wiedersehen. Leute, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Euer Pac-Man.